herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünwälder Land. Ach nee, unserem RP-Projekt. Da fällt mir gerade was ein. Mist. Wie soll ich denn das jetzt da drauf machen auf den doofen Schneidwerkswagen? Das geht ja gar nicht. Brauche ich einen Drescher für. Was der auch für eine Unordnung hat auf seinem Hof. Mist, ey. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ist das das richtige Schneidwerkswagen? Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist der falsche. Nee, ich gehe mal gerade rüber. Vielleicht hat er ja einen Schlüssel stecken lassen. Das wäre zumindest ideal. Das hat er schon mal keins dran. Ja. Perfekt. So. Entführe ich den mal schnell. Der kommt bestimmt sowieso jetzt gerade nicht zurück. Schnell hier um die Ecke gefahren. Schneidwerk angehangen. Alles ist gut, solange er nicht kommt. Bin ich jetzt ganz blemblem. Ach nee. Mist, jetzt muss ich den doch anrufen, ey. Der hat da so eine Sicherung dran. Ah. Hallo, hier ist der Neumann. Neumann, ist der Underbar noch bei dir, der Händler, Fuzzi? Ne, der ist nicht mehr bei mir. Ah, shit, ey. Dann rufe ich den um. Probier ich's nochmal. Danke, tschüss. Tschüss. Hallo, hier ist der Herr Müller. Ja, hallo Herr Müller. Ich würde, wollte fragen, ob ich Ihren Drescher ausborgen kann. Ich müsste kurz ein Schneidwerk bei Ihnen am Händler verladen. Ich muss erstmal den Jürgen fragen, wo er den eigentlich, wohin er damit ist. Der aber steht dann drüben bei Ihnen am Hof. Ach ja, okay. Steigen Sie ein. Jo, ich habe nur ein Problem. Ich bin schon eingestiegen. Ich krieg das Schneidwerk vom Neumann nicht dran. Sie haben da irgendwie so eine komische Sicherung dran. Rufen Sie mal den Neumann an, dass er Ihnen den Code für diese Sicherung sagt. Nee, Sie müssen die Sicherung. Ach so. Ja. Dann bis gleich. Hot, passt, danke. Tschüss. Okay, lol. Okay, naja. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das Schneidwerk hier wirklich drauf passt. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, das ist falsch. Ganz
Ja, Volker Varuna, hallo. Hallo, Varuna, der Leon meinte, dass ich die Berechtigung dazu habe, also mein Konto. Ja, hat sich erledigt, ging plötzlich. Okay, ja. Gut, bis dann, tschüss. Ja, tschüss. Nein. Beides konnten eine Anzeige geben, ne? Aber vielleicht merkt er, sieht er die Kratzer nicht. Vielleicht sieht er die Kratzer nicht, dann kommt man um die Anzeige drum rum. Wenn ich den jetzt stehen lasse, das wäre, glaube ich, schlechter. Was ist denn hier los? Kratzer, die fallen ihm gar nicht auf, glaube ich. Die sind nicht so wild. Wenn ich ihn stehen lasse, das ist ja schon fast ein Schuldeingeständnis, weil ich hatte ihn ja zuletzt. Dann ist gut. Ich hoffe mal, dass das Teil hinten drauf bleibt und es runterfällt. Das ist, glaube ich, ein Problem. Aber es sieht gut aus. Gut, dann ab zum Feld. Drescher. Ups. Drescher bereit machen. Spiegel. Sieht gut aus. Drescher bereit machen und dann muss ich mir irgendwo noch einen Anhänger besorgen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte. Okay, müsste ich vielleicht erst noch ein bisschen Hackschnitzel machen. Und dann den Anhänger für die Ernte nutzen zu können. Ich hoffe immer, dass da keiner angeschossen kommt. Wenn da einer angeschossen kommt, dann habe ich einen Unfall. Es scheint tatsächlich der richtige Anhänger zu sein. Ich dachte eigentlich, das wäre der falsche. Aber naja, so ist er, dann ist alles gut. Also der Jürgen müsste eigentlich noch kommen, um die. Ach, ich muss der Gemeinde noch Bescheid geben. Das ist ein bisschen doof mit der Holzkohle. Dass die nicht, dass die Mitarbeiter gestreikt haben. Genauso verkaufe ich denen das. Die Mitarbeiter haben gestreikt. Die Mitarbeiter haben gestreikt und genau deshalb hat sich der Preis auch erhöht. Oh, 2000 Euro. Bisschen mehr Geld von der Gemeinde abzocken. Wollte der Jürgen auch zu uns? Fährt nicht hier lang. Wenn ich alleine bin, wenn Albert nicht da ist, dann ist natürlich immer ein bisschen viel zu tun. Hat sich immer noch nicht krank gemeldet, also muss ich mal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Ich warte eigentlich, dass sich die Mitarbeiter krank melden, spätestens am dritten Werktag. Ist eigentlich gesetzlich so vorgeschrieben, aber naja. Dumm, dumm, dumm.
steht die Birke im Weg. Birke, geh mal weg. Los. Gott! Das kann nur einer sein. Hallo, Varuna, Polizeiinspektion, Grünfelder Landrichter. Ja, hallo. Ich wollte mal fragen, haben Sie jetzt, Sie wollten sich ja melden wegen den Holz. Holz wegen der Holzkohle. Achso, Holzkohle, ja, da gibt es eine schlechte Nachricht. Ja. Ich habe festgestellt, ich hatte heute Morgen einen Zettel dran, ja, dass meine Mitarbeiter in Streik getreten sind heute Nacht. Ja. Dadurch habe ich leider keine Holzkohle. Ja, okay, gut. Ja, ist ein bisschen ungeschickt, ich weiß, aber ist halt so, kann ich nicht ändern. Ja. Daraus ergibt sich leider auch einen etwas erhöhten Preis. Wir erhöhten Preis für Wasser? Nee, für Holzkohle. Achso. Der liegt inzwischen leider bei 2000 Euro pro Palette. Ah ja, gut. Dann Ihnen noch einen schönen Tag. Jo, bitte. Tschüss. Tschüss. Aber das mit dem Preis, mit dem erhöhten Preis, das lasse ich, glaube ich, ein bisschen laufen. Oh, Tabak hier. Komm runter. Also, der Jürgen müsste sich eigentlich auch mal melden. Oder ich warte mal, ich rufe mal den an. Achso, nee, warte mal. Die Blaubeeren wollten die. Der Platte. Egal. Ich ende weiter. Ich muss mein eigenes Geschäft am Laufen haben. Wenn Albert jetzt da wäre, dann könnte er hier ernten und ich könnte mich um die Produktion kümmern. Ey. Ich ernte jetzt mal so weit wie es geht, bis der Drescher voll ist. Und dann werde ich. Ich bin mir nicht sicher, ob Albert da drüben auch angesät hat. Ey. Das sieht fast so aus. Es wäre schon ein arger Zufall, dass da jetzt auch Tabak drauf ist. Vor allem war das ja die ganze Zeit in Besitz. Ich glaube, das hat Albert angesät, ey. Und das Saatgut verschwendet. Weil die Pacht, die war ausgelaufen. Habe ich denn bei den Leerpaletten gesagt? 500, glaube ich. Gell? 500 Euro pro Palette. Ich habe die Finanzen heute Morgen nicht gecheckt, das war doof. Ja, mal Online-Banking machen. Kommt schon einiges an Ernte runter. Feuchtigkeitsgehalt ist perfekt. Ja, alles gut. Preis. Preis muss ich mal noch gucken. Ob ich das jetzt erst verkaufe oder ob ich es erstmal einlagern soll. 900 steigend. Jetzt wohl eher auf Einlagern rauslaufen.
Aber es ist ein gutes Schneidwerk, was er uns da, was sich der Neumann da gekauft hat. Da ist auch ordentlich hier Schräge drin. Das ist alles tutti. Na, hallo? Hallo, ich ist der Neumann. Hi, Marlon, wie geht's? Gut, und selbst? Ja, auch gut. Cooles Schneidwerk hast du da. Schöne Farbe. Qualität vom Tabak ist gut, den ich damit ende. Sieht gut aus. Das ist gut. Wollte dir nur mal Rückmeldung geben. Nicht, dass der hinter dir da einen Scheiß angedreht hat. Aber scheint gut zu sein. Das hoffe ich doch. Und zwar, ich würde mal den Richter zum Gabelstapler-Führerschein anmelden. Nee, das geht leider nicht, da muss er sich selber anmelden. Also, ja, aber der hat gerade einen Unfall verursacht. Der ist gerade praktisch mit einem Gabelstapler einen Abhang runtergefahren. Okay, da fällt mir gerade ein. Ich habe ihm ja einen neuen Führerschein ausgestellt für einen Traktor. Mhm. Da habe ich aber nichts von einem Staplerschein gelesen. Und vielleicht hat er gar keinen. Okay. Also ich muss ja immer eine Zentralregisterabfrage machen beim Bundesamt für Kraftfahrt. Da habe ich keinen Eintrag über einen Staplerschein gesehen. Fällt mir gerade so ein. Okay, warte, dann. Spreche mal nicht drauf an. Ich mache nochmal eine Abfrage nachher. Gegen Mittag. Ja. Und je nachdem muss man mal gucken, wie wir da verfahren. Je nachdem muss er auf jeden Fall zur Schulung, zum Staplerschein machen. Okay? Ja, ich habe nur gerade einen Unfall. Die Polizei hat mit mir einen Unfall gebaut. Ja. Die brauchen auch noch einen Autoführerschein. Das ist der neue? Ja. Volle okay. Breitseite im Auto. Er in dich oder du in ihn? Nee, er in mich. Na, hast du aber Glück gehabt. Sonst hätten sie ja gesagt, ja, sie sind ja am Telefonieren. Ja, Freisprechanlage. War schon. Ja, aber du weißt ja, wie die sind. Ja. Okay, dann klär mal deinen Scheiß. Ja. Gut, bis dann. Bis dann, ciao. Tschö. Jo, Ereignis. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie das ausgeht, wie das mit dem Staplerschein ausgeht, werden wir sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.